Ja, guten Abend, ne? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Oder besser gesagt, den mit sicherer Wahrscheinlichkeit letzten Dead Island 2 Stream. Beim letzten Mal haben wir die Hauptstory abgeschlossen und danach habe ich mir 17, 18 Minuten Epilog angetan. Ja, die gingen so lange und man konnte sie nicht überspringen. Wir haben heute vor, die restlichen Nebenquesten zu machen. Also, wir sehen es ja hier auf der Karte. Beim Hollywood Boulevard haben wir zwei normale Nebenquests vor uns. Beim Pier ist offenbar irgendwas. Und bei der Ocean Avenue haben wir auch noch eine Nebenquest vor uns und drei Suchmeldungsquests. Und ansonsten habe ich alles erledigt, was man erledigen kann. Bisher. Einen Moment. Jetzt gerade hört hier nichts, weil ich kurz erst ins Spiel getappt bin, damit ich mein Chatfenster anpassen kann. Ich passe das immer an dieses Fenster an, wenn ich Waffen draus habe. Ja. Ich kann euch ja eben kurz zeigen, was danach geschieht, nachdem die Epilogs rum sind, weil ich habe ja beim letzten Mal gesagt, das tue ich euch nicht an. Da habe ich das dann einfach offscreen einmal laufen lassen und dann am Ende davon habe ich Aufnahme laufen lassen. Das spiele ich jetzt einmal hier eben kurz ab. So, Leute, ich nehme das hier jetzt extra für die finale Folge von Dead Island hier mal im Voraus auf. Wie ich hier die Quests mich durchgequält habe, damit ihr seht, was passiert. Ich habe den Avatar jetzt gerade nicht an. Ich habe Emmas Grimm bekommen. Hell A gehört ganz dir. Du hast ja die Story-Quest erledigt, aber in L.A. gibt es noch einiges zu tun. Halt die Augen nach freigeschalteten Nebenquests und anderen Inhalten offen. Jetzt haben wir die Möglichkeit mit Nebenquests. Hier ist noch eine und ja, wir werden es auch hier wahrscheinlich gleich in der Zukunft sehen. Ich übergebe hier mal an der Stelle dem Zukunftsshining. Hier ist jetzt sogar ein Händler. Warum auch immer. Na dann, Zukunftsshining, übernimm du mal. Ich habe auch noch einen Erfolg bekommen, wie man oben sehen konnte. Ich wollte das nur eben kurz zeigen, halt auch später für YouTube. Also, ich weiß beim heutigen Stream übrigens nicht, wie lang der wird. Ich habe auf jeden Fall vor, heute den restlichen Content abzuschließen. Das heißt, ich versuche alle sechs Missionen in einem Rutsch zu schaffen. Ja, und das könnte ein bisschen dauern. Da ist ein Fan an der Tür. Weg. Ja. Hier ist Amandas Telefon. Wir haben jetzt hier einen Händler namens Todd. Der kann mir erst mal Munition geben. Das Schießpulver darfst du auch direkt drüber wachsen lassen. Alles sehr, sehr nett von dir. So, und da kommt jetzt höchstwahrscheinlich eine Sequenz, deswegen werde ich mich eben kurz aus dem Bild packen. Hey Bestie, oder auch it's your nicht. girl, Amanda Styles. Swear to you, this is the last time. But I've got a killer idea, and you're the only one I can trust to do this right. I know. Stay indoors where it's safe. I promise, once we're done, you can wrap me up, slap a bow over my mouth, and say, don't open till Xmas. But at least come hear me out. And don't wait up. We only get one shot at this. Come meet me behind the bleachers on Hollywood Boulevard. Smiley face. Okay, thanks. Bye. Die Frau hat so einen Rad ab. Die hat einfach nur ein Rad ab. Die Verrückte. Bestie, hell yeah, you came. This is working out as perfect as can be. Come on, man. Enough now. You're gonna get yourself killed. Wait, wait. Hear me out. Sure, I've been edgy and dangerous in the past. But I swear this is safe. There's all these cameras set up for the awards, right? If we get those online, we get live footage of the whole street. Hands free.
So you can film everything from a distance? I'm listening. That means you're cool with it, right? Then let's fucking go! Oh, but I still need to actually turn the cameras on first. Guess I have to endanger myself just one last time, huh? I'll get it. No need for the guilt trip. Knew I could count on you. I'll stick up here. Got some final boring technical stuff to set up before I launch this reality show. TTYL. Ah, ja. Und ich bin kleines Lamm, das Mehl macht. Hell fucking yeah! Ja, ich muss mir den Hammer noch angucken, ne? Oh, 1616. Die speziellen Fähigkeiten sind der Schild und der Schlag. Mit einem Edelstampfer oder Konter entsicherst du deine Waffe, dann wird bei jedem Zombie-Treffer eine Schrotflintensalve abgefeuert. Das ist schon Schrotflintenhammer. Wenn du einen Zombie niederschlägst, wird beim Aufprall eine kraftvolle Explosion ausgelöst. Warte. Ich gucke gerade nur, welche Waffe packe ich kurzzeitig weg dafür. Die hier, die hat eh kaum Munition. Emmas Grimm. Hallo. Ich muss jemanden mal kurz den Schädel stampfen. We are so doing this. You gotta come out here to the street. Found two big names you just have to meet. I knew it, girl. I just knew it. You mad? Only way we're getting off the street now is if you get over here and fight our way out. You are pushing buttons you can't pay for, Amanda. It's the power couple of LA. We get celebrities like these in our video, you'll have to believe us. Rebecca? Das heißt eine Frau? Oh, da ist jemand im Flammbar. Aua. Hä? Ich hinterfrag nicht, warum ich die jetzt auf einmal habe. Einer ist schon mal weg. Ich mach's mir einfach. Ach komm. Die Klappe. You get it now? This is reality. People are dead and more will die if we don't break the internet with brutal celebrity slaughter. Yeah, and it's a fucking rush. But don't get yourself hurt. This is dangerous. It's way more dangerous over here on the Romero stage. See you soon. Nur für einen Angriff? Nee. Okay, der Hammer ist schon cool. Mit den ganzen Schockwellen. Looks like you missed me. And you don't want to miss what's next. You'll
Mierda. Das ist doch so beknackt. Ach, auch noch die Feuerkotz-Version. I'm immune. Like, yeah, duh. I have literal videos of you shrugging off bites. No shit, you're immune. Congrats, BT Dub. What's going on? You have no idea how far I'll go. Especially with survivors inside the Hollywood Mall there. Hashtag hint hint. Amanda! You're not killing other people just for your stupid clicks! Wow, you really think so little of me, don't ya? Well, this is it. No turning back. Let's become the faces of this outbreak together. You can leave. They say you die twice. Like these two famous morons. Not because they're zombies, but... Oh, just kill them already! Hat sie einfach Leute gerade dafür geopfert? War doch ein Krater. I'm warning you, you do not want to miss the finale. Ach, das ist der ekelhafte. Ich brauch einmal Elektro. Wir haben ja schon gelernt, Elektrizität funktioniert gegen sie am besten. Stop! Amanda! Let's talk! You think I would call you out here if you could stop me? I was bitten before you even got here. What? Never left the bleachers. Gotcha! Just needed time to record the turn. My fans are gonna see something wild. Wow, virus fucked those two up. Barely even recognize them. Can't leave them alive. Might hurt someone. Ach, komm. I'm coming. Glad you came back. Ich glaube, sie meint das symbolisch gesehen. Ach, die ist leer. Amanda wurde gebissen. Come on, Amanda! Fuck. I'm sorry, Amanda. She dropped something. Blöde Kuh. Hey BFF, ich habe dich reingelegt. Ich wünschte, das könnte ich jetzt sagen, aber ich glaube, das war's für mich. So ein Zombie im Arsch hat mich erwischt und ich glaube nicht, dass ich dieses Video noch rechtzeitig fertig kriege. Deshalb muss ich mich vom Quartier entfernen erhalten. Ich will wirklich niemandem wehtun. Aber du bist immun. Stimmt doch. Dann muss ich dich leider noch um eine Sache bitten. Nimm ein Video und stell es online. Muss nicht heute sein, aber irgendwann. Meine Fanbase soll wissen, was passiert ist. Und vielleicht kann das sogar ein Leben retten. Mein Passwort ist
lese ich nicht vor. Was? Ich bin eine Internetberühmtheit mit einem süßer Querverweis 01. Würde ich im Nu gehackt. Ich hoffe so sehr, dass du rechtzeitig hier bist. Im BFF. Ende sterben wäre echt scheiße. Ich will einfach nur reden. Ein paar Videos drehen. Weiß auch nicht. Ich überlege mir, wie ich das mache. Wenn du hier bist. Wie auch immer. Peace. Deine Amanda, Kapitänin. Amanda Styles. Piss, nimm dir mein Zomp-Ex in den Händen von irgendeinem anderen Idioten, wäre das voll verschwendet. Du bist doch so beknackt. You're a cool person, Mandy. Ja, aber auch komplett bescheuert in der Birne. Bin schon gespannt. I'll get the word out. One way or another, I'm getting out of LA and you are too. You guys know how I hate these serious vlogs. But this one isn't some phony apology. This is real. This is a bite. Right now in LA, there is an outbreak of zombies. No joke. As I was attempting to get footage to show you, one got me. I already feel like crud, so I've decided for this video, I'm going to show you what comes next. Share this vid everywhere. When the algorithm tries to sweep this under the rug, don't let it. Watch me turn into one of them. Got no apologies to make, except that I'm sorry that I won't get to see your reaction to this. That's right, Armada. Let's go out big! Save the F's in chat for later. You've got a job to do. Make me famous! I just need to leave a message for a friend first. Hope they come in time, or today's video's gonna get grim. Oh. And Mom? Maybe don't watch this one, okay? Love you. So much. All right. I'm ready. Hey, bestie, it's your girl, Amanda Styles. Swear to you, this is the last time. Das war ihre letzte Nachricht. Ich hoffe, sie kann in Frieden ruhen. Ich habe deine Nachricht noch bekommen. Jetzt wird Zeit für die Schrotflinten-Action. Naja, die Schrothammer-Action. Okay, eine Mission hier haben wir erledigt. Es ging ja recht schnell. Nur ein bisschen traurig mit ihr, ne? Sebastian? Oh, it's you. Sorry, I was in my own world there. Du bist hier? Ich dachte, du wärst beim Monarch Studio. Ein Moment, Zomp X. Ja. Eine interessant aussehende Waffe. Wartet, ich finde sie bestimmt auch hier. Ist das eine Axt oder ist das eine Keule? Im Original. Okay. Wieder eine Waffe zum Wegpacken. Bevor ich mit dir rede, rede ich mit ihm. Oh hey! You made it out of the studios. I mean,
the film set Nebula. Oh, hey, yeah. Body snatchers didn't make things easy, but we're here, and I'm happy to see you. Are you here to aid Captain Vixen in reclaiming Planet Hollywood? Jeez. Sorry, that was lame. Nah, I outlamed you on that one. So where's the captain? She ordered me to stay here and guard the post while she did something at the Chinese theater. Alone. It's like I'm just useless. Do you think she trusts me? I mean, I'm wearing freaking cardboard armor. Hey, it's a weird look, but you own it. I'll head to the Chinese theater and see what's up. Thanks. I'm sorry I can't be more help. You don't want to hang around here, man. It's not what it seems. Oh, sure, I know that. In disaster, there's opportunity. That's the American dream. Habe ich noch andere Questen? Nee. So, wo findet das statt? Da hinten. Klapperhalten. Die hat nur zwei Schussintus? Oh. Habe ich einen Granatwerfer? Stimmt, ich habe mir die Waffe nie angeschaut. Ja, dieses Bum Bum. Ich einfach nichts mitnehmen kann. Bin dabei. Die Großkaliber mag ich. Die macht so schön Bumm. Pack mich mal aus dem Bild, weil die wird wieder quatschen. Small world. What the hell are you doing out here? Just spoke to Sebastian. He's feeling like a spare part. Ain't there something he can do? Oh, Sebastian. He's already doing more than enough. In fact, he gave me this idea. I didn't want to put him in danger again. Though, I admit I could use an extra pair of hands right now. Can't say no to you, Captain. Shoot. Monarch Studios was shipping marketing gear for the awards via the Metro, including a logo filter meant for one of these big spotlights. As far as I can tell, it got to the station, but no one collected it. A mysterious plan, huh? So long as it stops the zombies. It's not about stopping them, it's about gathering survivors. Maybe even some of my Space Fox castmates. Strength in numbers. Now be careful. There's rumors of zombies down there, if you can believe it. Ach, ich darf wieder da runter. Na gut, ich wollte sowieso da runter, ne? Also passt das ja eigentlich. Ich wäre so oder so nochmal da runter gegangen. So habe ich wenigstens noch eine Zusatzbegründung. Haltet mal, auf der Karte mal markieren. Sicherungskasten. Out of my way, Idiotas! Hä? Was? Charakter sieht sie, bevor ich sie sehe. Ach, nö. Oh, das funktioniert doch gut gegen den.
Naja, solange sie normal sind, kann ich ja wie immer treten. Verschrott den Scheiß. Just what I needed. Ich dir auch was Schönes? Nö. Aber hier runter wollte ich so oder so. Welche Tür habe ich damit geöffnet? Muss ich hier ein Wasser hinkippen, damit da die Tür aufgeht? Ja, das hat die Metrotür hier geöffnet. Der hat Spaß damit. Nein. Da hinten geht was hoch, ohne dass ich was getan habe. Das war obvious. Das ist ein Fiesling, der kam einfach durchs Fenster rein. Oh, eine Sturmschrotflinte. Oh, was ich so gerade von weitem weggeschossen habe, war ein Mutant. Ich habe nicht mal gesehen, dass das ein Lepra-Patient ist. Beziehungsweise ein Krebspatient. So, ich suche einen Scheinwerfer. Meinen Scheinwerfer. Ach, hier drin. Kann ja nur das dann sein, ne? Nee. Here's that spotlight part. Ist hier unten noch irgendwas? Also hier ist ein U-Bahn-Safe. Aber ich bezweifle, dass ich hier irgendwo den dazugehörigen Schlüsseltypen finde. Hijo de puta! This is some plan! Irgendwas ist schief gegangen. Damn it! I swear this isn't on me. Something up there must be setting them off. Tell me later. You fix the tech, I'll deal with the party poopers. Warum schwer machen, wenn es einfach geht, ne? Ugh, stop thinking like
Sarah, think like Captain Vixen. Oh, mein 50. Schlachter? Oh, meine Regenerationsfähigkeit wurde dadurch erhöht. Ach nö. Just hold on a little longer. I might be able to do something about those shutters. Erstmal den Mutator loswerden. Der ist das Schlimmste. The stage crew makes this look so easy. Ja, die sind ja auch darauf ausgebildet. Beziehungsweise die wissen ja auch, was sie tun. Einfach wegkicken. Das wollte ich nicht mal aktivieren. Den Pyrotechniker gefunden. So. Hau mal ab. Holy shit, it's over. We're all clear. Säureblocker? Aber die spucken doch gar keine Säure. Put that filter on the spotlight so we can get the hell out of here. Hier brennt gerade ein bisschen. Ich kann da gerade nicht stehen. Brennt gerade noch. Muss warten, bis der Feuer weg ist. So, jetzt geht's. Energize! So, sie will quatschen. Ich hoffe, ihr geht's gut. You really know how to make an impact. Sebastian's fanboying gave me the idea. In this one episode, the crew is stranded and Vixen rigs up a signal out of some scrap. Hopefully any other survivors nearby will have a beacon to follow. Wasn't sure you'd want more people on your team than just your faithful lieutenant. Going solo would make some things easier, but others harder. And staying on the run creates its own problems. Besides, here, now, feels like a Captain Vixen is needed. Especially for people like Sebastian. He finds it hard to be alone. I gotta finish up, but let him know I'll be back soon. I've worried him enough. Sure thing. See you around, Captain. Ich bleib mal aus dem Bild, weil ich gleich mich sowieso wieder rauspacken müsste. Habt Spaß damit. Explosions. Where's Miss Shepherd? Is she okay? It's fucking incredible. Sarah's lighting up the whole neighborhood. She loved your beacon idea. Huh? My idea? What? She's a captain. That means she listens. And when the time is right, she acts. She is the coolest. And so are you. Oh, you gotta take something as thanks for all the help. And may the star of Vulpine forever guide us. May it indeed, Cadet. Thanks. Das Wahre. Hallo, du solltest das verschrotten. Hold up.
How do you know about Eschaton? Oh, I don't really. Okay. Dann fehlen ja nur noch so 4 Questen, ne? I just walked in admin. Komm gut voran. Du hast endlich Munition. Oh, 1100 standardmäßig. Die wäre definitiv besser als meine jetzige Nagelpistole. Das war ich so schon. Went home to the wife. Then after the outbreak, I... Die alte verschrotten. So, dann noch Gefahr drauf. Schon habe ich eine bessere. Ist wahrscheinlich aus deren Serie, ne? Okay, das ist eine schnell schlagende Zweihänder. Hat auf jeden Fall gut was an Power. Okay, hier in dem Gebiet sind wir fertig. Ich erwähne es nochmal, ne? Die Geldkassetten sind jetzt nicht so das Interessanteste. Ich müsste wahrscheinlich mich so 10-mal hin und her porten, die ganze Map absuchen, damit ich überhaupt die ganzen Schlüsse dafür finden würde. Und da habe ich nicht so bedingt die Lust drauf. Vor allen Dingen, so wichtig sind die tatsächlich nicht. Also hier bei dem Monarch Studios sind wir fertig. Ach, bei dem Monarch Studio, bei dem Boulevard. Kann es sein, dass die Pier Quest einfach die war, die ich gerade eben gemacht habe, die Amanda Quest? Okay, dann bleibt ja wirklich nur noch Ocean Avenue. Das Ding ist, ich weiß, dass die Nebenquest, die hier auf mich wartet, die schwierigste Quest im gesamten Spiel ist. Another depressing rescue mission. Und Rainer. You never know. Den roten Drachen darfst du mir jetzt mal verkaufen, weil das eine spezielle Waffe ist. Pack ich erstmal in die Kiste. So, diese speziellen Waffen wollte ich haben. Mit dir muss ich reden. You're the one who goes out all over the city, right? Just call me your friendly neighborhood zombie killer. Got a tip for you. I heard there's some kind of military stash down in the metro. Really? How'd you hear that? From a friend. He ran with this gang, had a hideout down there, like the disused part where all the busted train cars end up. You might find something good. Sweet. I'll go check it out. Hey, what's his friend's name, in case I find him down there? Diego. I'll keep my eyes open. Yo, thanks, dude. Die Kunst des Krieges. Jimmy said. So, jetzt ist die Frage, welche Reihenfolge machen wir? Monarch Studios? Ein Randgate-Gebäude, wo war das denn? Ach, da ganz hinten. Ach gut, können wir ruhig als erstes machen. Dafür muss ich nämlich nicht die Karte wechseln. Ugh, still creepy as fuck in here. Oh, Silvester! Ich hab den Beutelschreier da hinten nicht gesehen.
Klappe halten. Einfach ins Gesicht hauen. Mama? Habe ich schon aktiviert? Warte mal, ich sollte mir mal eben kurz hier lesen, was da steht. Verknüpfte Aufzeichnung. Ich habe auszusehen nach unten gedrückt. Wurde zuletzt gesehen, Rankgate. Weitere Details schweigen. Hier hat unser Fahrt zum Evakuierungspunkt verpasst. Wir haben uns umgehört und niemand meinte, er wäre zum Rankgate, um seinen Bruder Noah zu finden. Dabei hatte er gar keinen Bruder. Das sieht Rainier gar nicht enden. Nicht. Wir waren uns wirklich Sorgen. Okay. Steht der hier? Can't have you guys getting in the way. Mama, ich kann's mir einfach machen. Warum brennt hier alles? Muss kontern. Da habe ich nämlich den ultimativen Hammer. Someone help this Rainier escape. At least. An alle Forschungsmitarbeiter. Sie werden sicherlich mitbekommen, dass das der Kandidat Rainier von einem besonders fehlgeleiteten Kollegen aus dem Labor entfernt wurde. Seien Sie versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um den Kandidaten zurückzubringen. Wir wissen, dass Sie auf dem Weg durch die U-Bahn sind. Ein Sicherheitsteam wurde bereits entsandt, um Sie an der Station Hollywood Boulevard abzufangen. Reniers Immunität bedeutet, dass es eine gute Chance gibt, dass wir ihn lebend zurückbringen können. Bis es soweit ist, fordere ich Sie alle auf, durch diesen Vorfall nicht ablenken zu lassen und Ihre Arbeit fortzusetzen. Wir alle wissen, was auf dem Spiel steht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht mehr weitermachen können, können Sie auf dem Dienstweg um Abberufung ansuchen. Ich habe jedoch die Absicht, unsere Arbeit hier bis zur letzten Sekunde fortzusetzen. Ich hoffe und vertraue darauf, dass die meisten von Ihnen mit mir hier bleiben werden. To the Metro. Could be something there. Okay, jetzt muss ich zum Hollywood Boulevard. Jetzt muss ich da unten zu der U-Bahn-Station. Ich kann ja einmal kurz dort gucken, ob dort der Schlüsseltyp rumrennt. Das ist ein U-Bahn-Ticket-Typ. Ey, wie die Bum-Bum loslassen. Schlüssel für den Schalterraum, safe. Aber nicht der von hier. Das ist der von da unten, oder nicht? Hier wurde Ruben zum Rubenator. Jetzt lesen wir nun in Sicherheit bis. Das ist die letzte Nachricht von Ruben. Tisha, bitte lies dies erst, wenn du aus L.A. raus bist und meine Kollegen dich gefunden haben. Es ist zu deinem Besten, versprochen. Liebes, nun weißt du also, was ich getan habe, was ich dir angetan habe. Ich konnte es dir nicht ins Gesicht sagen, wirklich nicht. Du kannst mich ruhig hassen, mich verabscheuen. Das habe ich verdient. Ich habe die Zukunft bestimmt und dazu hatte ich kein Recht. Das weiß ich. Für mich war es gleich. Ich musste sterben, um das Gegenmittel in dir zu produzieren. Aber du musst damit leben.
Ich hoffe, dass du stark genug bist. Aber das warst du ja eigentlich immer, mein Engel. Sei dir gewiss, dass ich dich immer geliebt habe. Wie du entstanden bist, spielt dabei keine Rolle. Du warst immer mein kleines Mädchen. Auch wenn ich wusste, wie alles enden würde. Ich habe gesagt, dass ich dich nicht um Verzeihung bitten kann. Und das will ich auch nicht. Ich habe mich dazu entschieden, die Menschheit zu retten. Die Geschichte wird mich über mich richten. Weil es für künftige Generationen eine Geschichte geben wird. Ich wünschte von ganzem Herzen, es hätte eine andere Möglichkeit gegeben. Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich. Es tut mir leid. Und Dad. Und hallo Jonas. Guten Abend. Eine traurige letzte Nachricht. Ist irgendwer von euch speziell? Nein. Nicht, dass ich es sehen würde. Den Eckhart-Tonschlüssel bräuchte man hier. Nick, der Hilfsarbeiter. Schlüssel fürs Kassenhäuschen. Höchstwahrscheinlich der Schlüssel. Nee. Ist hier noch eins da? Oh, schwer machen, wenn es einfach geht. Hat sich ja gelohnt, hier hinter noch zu gucken. Hi! Die Amis sind da hinten. Oh Gott, ich sehe einen Hammer in meinem Chat. Werde ich jetzt erschlagen? Du brauchst die Arme nicht. Glaub mir, mein Freund. Du brauchst sie nicht. Überlegenen Distanz im Perforator. Das ist jetzt sehr nett. Habe ich überhaupt bei einer meiner Waffen Perforator gerade drauf? Ja, bei der, wo ich es eh nicht ändern kann. Danke fürs Gespräch, Spiel. Das Finale finde ich geht noch. Aber es ist auf jeden Fall sehr herzzerreißend, was da am Ende passiert. Das konnte man ja auch an der Nachricht gerade eben sehen. Aber, was ich schon weiß, weil ich nachgeguckt hatte, wo die letzte Nebenmission ist, die wir noch hier haben, die Kunst des Krieges, die wird alles, was bis zu diesem Zeitpunkt ist, in den Schatten stellen. Also das wird bei dem Wiki... Weil ich habe wirklich nachgeguckt, wo man die letzte Nebenquest findet, weil ich gesucht hatte wie ein Irrer. Das ist die schwerste Quest im gesamten Spiel. Das wird ein Spaß. Du brauchst den Arm nicht. Das habe ich deinen Kollegen schon gesagt. Der wollte mir auch nicht glauben. Ach, dann kann ich mir den anderen Safe ja auch noch gönnen. Wie gesagt, ich weiß dann nur Bescheid, weil ich wie bekloppt diese Quest, also die letzten Questen gesucht habe. Wirklich so locker dreiviertel Stunde. Und ich finde, ich geworden bin, da habe ich dann einfach nachgeguckt, wo man die findet. Und da habe ich dann halt nebenbei gelesen, dass es die schwerste im gesamten Spiel ist. Also ich weiß nicht, was da passiert, aber ich weiß, dass es insane schwer wird. Zumindest laut dem, was da steht. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was da passiert. Warum habe ich immer so viele Fans? Okay, damit fehlt nur noch der eine Schlüssel da unten und für da hinten hätte ich gern den Schlüssel. Geht mal zu ihm hin.
Guck mal, er hat Leckerlis für euch. Ja, das ist schon irgendwo schade. Dass das Game keine deutsche Audio hat. Aber wenigstens hat es ja deutsche Untertitel. Warum sind hier so viele Spezialzombies? Ihr seid so gute Fußbälle. Ich habe die Dinger am Boden gesehen. Muss aufpassen. Wenn ich das Schild hau, dann tue ich mir nur selber weh. Hui! Im Prinzip mit Game durchgeht nur Zombie-Fußball. Make them understand. Make them hear me. Ich mag diesen Hammer. Einmal kontern? Und dann macht's richtig Spaß, weil er mit jedem Schlag eine Explosion auslöst. Hui! Yes. Noch mehr? I believe you. Ja, sofort. Aber erstmal muss ich meinen Schlüssel einlösen. Ich kann mal eben kurz gucken. Vielleicht ist ja jetzt hier ein Spezialzombie aufgetaucht, der einen Schlüssel für mich eventuell hat. Sieht nicht so aus. Okay, ich habe zumindest geguckt. Da war die Tür. Hey! Ein Moment. Bei Sequenzen packe ich mich immer aus dem Bild. Everything okay in there? Yes! No! I was awakened. It's in my head! I can... It needs me to be free. I need to get out of here. To show... I need to share all... No! All right, take it easy. We're the same, man. I had all this crazy shit happen too. Let me help. Okay. Okay, I trust you. The key. The traitor locked me to stop me. I was bitten, but we're different. Chosen. The traitor? He's the custodian. Hid in his room. He has the key. Ich weiß, welches Hotel du meinst. I'll get the key. Be right back, okay? Ich weiß ganz genau, welches Hotel du meinst. Das in der Ocean Avenue. Bei dem Hotel, das ist aber auch der allerletzte Rand dort. Hallo? So, Mr. Custodian hat. Okay. Vorfall, verirrte Passagier. Vermutlich Kopfverletzung. Hat bis wohl nur die verheilt aussieht? Alter Details. Hab den Typen fast die Rübe abgezimmert, als er reinspaziert kam, bis er anfing zu quatschen.
ziemlich zusammenhangloses Zeug. Er würde Stimmen hören, muss also ganz schön was abgekriegt haben. Hab ihn einen Spind nutzen lassen, dann sah ich die Bisswunde. Er wollte nichts sagen, was ihn gebissen hatte. Aber es war definitiv ein menschlicher Biss. Fast verheilt. Und er ist kein Zombie? Noch nicht. Also habe ich ihn in einem Versorgungsschrank eingesperrt. Als Quarantänemaßnahme. Ich kenne die Abläufe. Bericht an die Army schicken, sollen die sich drum kümmern. Die werden ihn wegen der Bisswunde direkt abknallen. Man hört ja, dass alle an einem Heim mitarbeiten. Vielleicht ist es der Typ 1. Ich check mal den Bahnsteig, ob da noch mehr in seiner Sorte gibt. Und schau später nach Rainer. Falls er dann noch ein Mensch ist, lasse ich ihn wieder raus. Ja, du bist aber wahrscheinlich kein Mensch mehr. Dich hat's wahrscheinlich erwischt. Also ich sag nur so, da in der Nähe vom Ziegenhotel, du wirst den ätzendsten Zombie-Typus von allen noch kennenlernen. Hey, you locked up my friend. I mean, I get why, but you know, let's just fight it out. Also was machen wir uns das doch einfach? Das habe ich nicht damit gemeint. Hau mal ab! Ich muss die wandelnde Zielscheibe da abschießen. Ich höre dich, du Miststück. Oh nein, 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 nein. Oh, und jetzt habe ich keine Muni. Nein, geh weg. Hau ab, hau ab. Da war wieder ein Lepra-Patient irgendwo. Der Fettsack ist doch noch ganz in Ordnung. Warum wurde das geblockt? Ich finde, es gibt schlimmere Beleidigungen für die, vor allem hast du ja den Zombie gemeint. Den Zombie, den ich meinte, der war gerade vor meiner Nase. Plus die Schlachter, die du noch kennenlernen wirst. Die werden dich richtig ankotzen. Hau ab. Die Schlachter und die Mutatoren, den du gerade gesehen hast. Wenn du den nicht schnell umbringst, der haut dir so den Schaden um die Ohren. Mierda. It's easy. Another one. Take the weapon. Gotta get that poor guy out of there. Take your parts. Hold weapon firmly. Away from fingers. Attach. One. Two. And then done. Take weapon. Then they'll bleed. They'll bleed. They want to help. To help me. Us. Will you help them too? Was ich gelernt habe bei Schlachtern, nimm eine Elektrowaffe. Das blocken die nicht. Hijo de puta! Einer hat mich verarscht! Rainier, what? Überlegen, der Nahkampfperforator. Er war ja doch verwandelt. Aber er hat sich doch mit mir unterhalten, oder nicht? Warte mal. Nee. Ja. Das Ding ist da, schon eine Waffe. He talked to me. Gotta be some fucking answers in here. That's what happens when you don't pass the Newman test. Could have been me. Okay, das ist reines Welt. Ich habe sie erneut getroffen. Die Hirten mit ihren Engeln. Blühendes Blut.
und 1000 Augen. Sie war enttäuscht, als sie mich zur Wiedergeburt in die Horde stieß. Hatte sie etwas anderes erwartet. Sie behauptet, ich würde meine Fähigkeiten nicht genug einsetzen. Verleugnest dich. Das habe ich nicht verstanden. Sie haben direkt in meinen Geist gesprochen. Ich habe alles getan, was sie verlangt hat. Und ich habe die Angst in ihren Augen gesehen. Sie sagte, ich müsste ihr folgen, nicht auf die anderen Stimmen hören. Du bist drauf und dran, dich in einem Ozean aufzulösen. Sie will, dass ich nur ihre Stimme lausche. Und dann wusste ich auch, warum. Die anderen Stimmen hatten mich die ganze Zeit vor ihr gewarnt. Sie steht nur für unser Eins, eine Zukunft. Die Stimmen sehen für uns alle eine Zukunft, als Einheit. Ich kann nur den Stimmen trauen. Sie streckte ihre Hand aus und ich sagte nein. Ich rannte weg. Ich schüttelte sie ab. Die Lieder der Stimmen übertünchen ihre Lügen. Ich bin in ihrem Ozean. Ich bin ganz friedlich. Sie flüstert mir von einem anderen, Noah. Er ist unser Bruder. Ich muss ihn finden, bevor sie es tut. Wenn wir entkommen, werden sie mich von denen schützen, die uns Böses wollen. Gemeinsam können wir die Kunde verbreiten, so wie es bestimmt war. Ich vertraue ihm. Die Kanalisation, die war auch räudig. Also zumindest dieser eine Bereich. Du bist der mit dem Schlüssel, den ich suche. Komm her! Torpedia-Koryphäe. Oh, habe ich wieder was vollständig? Komm da her. Ich spiel gerne Zombie-Fußball. Kann ich ja hier den letzten Schließfach auch noch mitnehmen. Warte, hier. Ich ignoriere euch mal, ich will nur zu dem Kasten. Wir legen Distanz Elektroschocker. Kann ich auf meine Uzi packen. Ich liebe die. Ich liebe diesen Revolver. Ich bin schon gespannt, wie schwer diese Kriegsquest wirklich ist. So, wir suchen hier beim Sitcom-Set nach Steve. Wo ist denn das Sitcom-Set? Ach, da hinten. Da, wo die ganzen Schreier immer gammeln. Nochmal zurück. Ich glaube, ich repariere kurz vorher nochmal meine Waffen. Nee, nicht da. Da. Mit dem DLC mal gucken. Also wenn der rauskommt, dann spiele ich den wahrscheinlich auch, weil mir das Spiel echt massig Spaß macht. Also ich kann hier mal eben kurz die beiden Fähigkeiten zeigen, ne? Hier einmal da, bum bum, Kugeln lösen beim Treffer, Auftreffen Explosionen aus, die Zombies traumatisieren können. Und vor allen Dingen, wenn das Magazin fast leer ist, weil es durchgehend ist, auch noch ein Schadensboost. Das ist so mega geil. Oder hier. Hier, übertrieben. Mit einem Schädelstampfer oder Kontern entsicherst du deine Waffe, dann wird bei jedem Zombie-Treffer ein Schrotflintensalve abgefeuert. Das ist die Fähigkeit, die ich meine. Aber es aktiviert sich halt erst, wenn ich sie entweder stampfe oder indem ich sie konter. Aktivieren wir das doch einfach mal. Der Sprenger hat ihn verwundbar gemacht.
ist doch schön, sie fliegen zu sehen. War das jetzt eine DLC geplant ist, das wusste ich tatsächlich nicht. Detective Carla, on the case. Ach komm. Wie was auch immer gleich kommen mag. Dann suchen wir mal nach Anzeichen für Steve. Ich glaube, da ist direkt das erste. Seine To-Do-Liste. Als er Leben, wurde zuletzt gesehen, als er Leben in unsere Sitcom brachte, in den Monarch Studios. Weiter Detail, Steve steckt immer mit dem Kopf in den Wolken. Ich brauche jemanden, der ihn wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Und noch wichtiger, wieder in dieses Hotel, wo er sicher ist. Seine To-Do-Liste. Bett machen und mich frisch machen. Ich sollte top aussehen, auch wenn alle anderen vergessen haben, wie das geht. Überhaupt nicht fies. Frühstück für Schauspieler und Crew auftragen. Schlussszene proben. Am Nachmittag mehr grüne Farbe für die Küchenkulisse suchen. Alice die Vision für die Küchenkulisse erläutern. He's a director. Even I know directors don't do that. Never met a zombie with fresh breath. Gotta be you, Steve. No moaner would ever eat actual food. Hä? Ach, das ist von alleine explodiert. Haben wir hier noch ein bisschen was an Informationen? Ich wollte nicht das. Hydration. Very important in a Zompocalypse. Jo. Wo haben wir denn die letzte Info? Okay, unbedingt auf dem Set hier. Wo ist das letzte etwas? Ach, hier zählt noch dazu? Wo ist es? Hier zählt halt schon nicht mehr. Jetzt sind nur die Wasserkanister. Da. Alright, how do I get this thing working? Oh, just like that. Live notes. Love it. Places, people, places. Let's make this count while we still got the use of Mr. Montana's trailer. One last run through of Act 3. And I see you, Harry. That's not your mark, is it now? And Jessica, really? Stop picking at your scalp, or you'll be back in hair and makeup. Alice, be a doll and hand me that clipboard, would you? Fine. I'll get it myself. Okay. And action! Oh, your sensual musk is almost too much to bear. Get any closer and I may not be able to restrain myself. Oh. No, no, no! Harry, we've been over this. After Jessica says her line, you lean in for the big kiss. Whoa, whoa, whoa there. Jessica. Kiss Jessica, not Steve. Did you forget to lock the door, Alice? I told you. Fuck! Excuse me, filming in process. Cast and crew only. Oh, fuck! You think this is funny, do you, Alice? I thought we were a team. Cut, cut, cut! Fuck! I hope you like the smell of rotten actors, Jimmy, because these divas are gonna be crashing into your place for a couple of nights. You idiots are nuts if you think you're gonna get a paycheck. Yeah. Ja, mach das, Jonas. Maybe I got my hopes up too much. Okay. Der Typ nimmt seinen Job auf jeden Fall ernst, ne? Er macht einfach weiter.
Hoffen wir es mal. Alter! Ich habe erst zu spät das Minenfeld bemerkt. Hey, Captain. I found Sebastian outside stage 6. He's fine. Should be back with you soon. Hä? Oh, I can't thank you enough for this. Schön, dass gerade wieder Standbild war. You need to take a break. You're welcome to join us behind a big green screen. I'm keeping the area safe. Gegen das bist du immun. Nicht, dass er es lebend geschafft hat. Ugh, that stinks. A Steve is dead kind of stink. Steve? Nee. Whoa, hold on. That's Sergio. Das ist denn Beverly Hills? Steve, lebst du noch? Ich bin in diesem Hotel in der Ocean Avenue und versuche, was von dieser apokalyptischen Atmosphäre für das finale Skript einzufangen. Was denkst du, Anhang? Weißt du, ich hatte zuletzt echt Probleme beim Einschlafen, denn Skript könnte das perfekte Heilmittel sein. Das gefällt dir nicht? Mach es einfacher. Streich all diese komplizierten Emotionen und das Drama, bis die ganzen Charaktere nichts mehr weiter sind als wandernde Fleischsäcke. Ich kann dir nicht folgen. Dann hast du die Kontrolle. Die Freiheit, jede in ihrer Bewegungen so zu gestalten, dass sie perfekt zu deiner Vision passen. Das ist die Zukunft des Fernsehens. Content-Warnung. Fuck. Zum Glück gibt es hier nichts zu essen. Voll kurze Schuhe kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Ja, wenigstens hat es eine Reaktion hervorgerufen. Komm zum Starling Hotel, dann können wir reden. Du lässt dich noch umbringen, wenn du dich weiter mit Zombies abgibst. Steve? Okay, tut mir leid, die Aufnahmen waren super, ich liebe sie, ehrlich. Aber jetzt schwing dein Arsch hierher, wo es sicher ist. In Ordnung? Hallo? Ich schreibe all deine Charaktere und Handlungsstränge um. Morgen Mittag fangen wir an zu drehen. Verdammt nochmal, Steve! Wenn du bei der Regie noch ein Wörtchen mitreden willst, komm zu Jimmys Trailer. Ich hatte ein bisschen Stress mit den Schauspielern. Ich bin sicher, bis morgen haben sie sich beruhigt. Ich dachte, du wärst tot. Hab sogar eine Vermisstenmeldung aufgegeben. Oh Mann. Das ist schon immer ein Hang zum Dramatisieren. Einfach, wo du bist, okay? Ich komme zu dir. So, ich habe keinen Moment länger in diesem Trailer ausgehalten, dieser Gestank. Komm zu meinem Haus in den Hills. Ich habe eine Idee, die ist noch evolutionärer als die letzte. Na gut, wenn du keinen Anteil an meinem Meisterwerk haben willst, bitteschön. Unserem? Ich schätze, meinem war doch die richtige Wortwahl. Alright, the Hills. You're really making me work for this, Steve. Ich merk schon. Jetzt habe ich hier noch mal nach Beverly Hills. Ich renne einfach durch. Diese Tür jemals irgendwann geöffnet bekommen? Nein, weil ich nie gesehen hatte, dass da Bretter waren. Ist Belfox Requisitenkiste. Die hat eine Spitzhacke in ihrem Film. Finally,
lately the end. I was expecting something a little more dramatic. After all that suspenseful radio silence. Muss dir was mitteilen, Steve, aber schön, dass du am Leben bist. Wait, what? You're not Sergio. No, I'm Carla. You're Steve. And Sergio's a dead zombie. Sorry. Sergio got bitten? That lousy hack's always finding new ways to spoil my work. Still, the show must go on. As long as I can find a cast, I got a production. Zombie actors didn't work so well last time, though, right? The living are impossible to direct. This time will be different. This time, the dead will be my stars, and with their heads removed from their incompetent bodies, their performances will be completely in my hands. Is this like a puppet thing? Look, do you want me to bring you zombie heads? Absolutely not. What, do they think they're too good to audition just because they're dead? Huh. Get them here alive so I can see if they've got what it takes, and we'll go from there. Jesus fucking Christ. Steve, I'll do it, but only if you head over to some other survivors down the street soon as we're done. An audience? How can I resist? Yeah, you got it. Okay, I'll check for any zombies around here. Any zombies? No. I have specific characters in mind. I need a hunk with explosive star power, a hero in uniform, and a vicious, blood-sucking villain. Got that? I'm counting on you. Hat denn ich gerade nach einem Schlachter und nach einem Malmer gefragt? Und ich muss die auch noch lebendig dahin bringen. Come on, Zombie. We're making you a star. Keep practicing your monologue, eh? Welchen von denen? Ich habe ein paar Stars für dich. Hoffe ich. Warte mal, soll ich ihn taufen? Du hast komische Vorlieben. Casting call. Yep, you're up. Oh nee. Just don't bite the director's arm off. Ja, genauso ein Knall wie die am Ende. Was sagen, folgt mir. That expression, quick, capture it before it lasts forever. Jetzt fehlt nur noch dein komischer Adonis, ne? Warum haben die Charaktere alle einen Knall? Ich hätte einfach nur da runterrennen müssen. Und ich finde die nicht alle weit weg. Listen, man, I'm gonna need your head. Hallo, wen genau? Ah,
idiota? Ach, den Adonis. Ich habe ihn nicht getreten bekommen. Ich muss ihn nur lebend hinbringen, ne? Sieht nicht, dass er seine Arme behalten muss. Okay. Now that's what I call a performance. Perhaps my decision to blacklist the living was a little hasty. You would make a fabulous lead. Nah, not interested. But a deal's a deal. Time for you to get to Ricky Rex's. I'll get there, don't worry. It's just a short jog down the hill, right? Right. Just a nice solo sprint. Not you and a bunch of zombie heads. But fine, fine. No ensemble cast. I mean, no heads. Just me. Can't believe I finally found someone. And it was this pendejo. Oh, before I love you and leave you, this little thank you token for getting my movie back on track is from the first film I ever directed. Mint condition. We only used it once. Had to replace it after there was an accident on set. Akuta. Ich habe endlich mal jemanden lebend gefunden. Aber wir haben immer noch eine Suchmeldungsquest vor uns. Privatermittlung. Okay, wir haben 9 Vermisstenfälle, aber es fehlt noch eine Mission in der Hinsicht. So, jetzt vom Prinzip einfach instant zu Ricky. Kann ich eventuell noch ein bisschen Munition kaufen. So. Schnitte, wenn du einen entflammten Zombie triffst, entsicherst du deine Waffe. Dann verursacht schwere Angriffe zusätzlich vom Feuer und Gliedmaßenschaden. Dieser Effekt kann mehrmals gestartet werden. Teeren und versenken. Wenn du einen Zombie verstümmelst, entsteht unter ihm eine Pfütze aus brennendem Treibstoff. Ja, kriegt noch eine recht guten Feuerwaffe im Nahkampf tatsächlich. Warte mal. Überlege ich Gott. Ach, kann ruhig im Inventar bleiben. Ach nee, hier ist er. Dann glaube ich, einer von denen halt war endlich mal fähig dazu, auch am Leben zu bleiben. Hätte nicht gedacht, dass einer von denen lebend nach Hause kommt. Aber bei der Ocean Avenue fehlt noch eine Suchmeldungsquest. Ich reiß erstmal hin, bevor ich irgendwas mache. Wie gesagt, ich freue mich, dass einer von denen es mal lebend nach Hause geschafft hat. Ich sehe jetzt hier keine Suchmeldungsquest, ist das Ding. Jimmy wants. Okay, den roten Drachen kann man mehrmals kaufen. Ich erinnere mich, den gekauft zu haben. Ist nicht dumm, Jimmy. Okay, die Suchmeldungsquest habe ich gerade irgendwie noch nicht offen. Dann machen wir einfach die hier, dann jetzt. Dann machen wir jetzt endlich die Kunst des Krieges. Ich schließe hier heute auf jeden Fall mit dem Spiel beim derzeitigen Status ab. Auf in die U-Bahn. What did Rosa say? A gang hideout was near some busted old train cars. Jetzt kommt die schwierigste Quest im Spiel. Guck noch.
Okay, Pistolenmunition. Wenn ich maximale Munition habe. Das wird ein Heidenspaß. Wenn halt offiziell in der Wirklichkeit steht, schwerste Mission im Spiel. Ich glaube dem Spieler dann auch. Was die letzte Suchmeldungsquest angeht, kann ich ja noch gucken. Nach dir in dieser Quest. Wenn ich die da nicht finde, dann gucke ich online nach. Oh hey, little laptop. Wie, was, wo? Da. You got some info for me? It's cool. I can wait. Okay. Dreht mal um. Hui. Ich erwarte hier eine riesige Menge an Untoten. Ja, manchmal gibt das aber auch keinen Sinn, was da alles gefedert wird. Weiter, während der Laptop weiter lädt. Wieso lebst du noch? Oh, Schutzanzug. Hi. Hi. How's it going over there, Laptop? Er schläft schon super. Hat der Laptop geantwortet. Ich hab nicht mal richtig getroffen, ne? Okay, ich gehe mal auf eine Nahkampfwaffe. Da kommt schon der erste Dicke. Warum habt ihr alle Helme? Sehen, was da geplatzt ist, aber keine Einwände. Natürlich juckt dich das nicht, natürlich nicht. Nein. Man geht aus dem Weg, ich muss ihn abschießen. Boah, ich geh was aus. There we go. Never doubted ya. Das war's noch nicht, definitiv nicht. Ein digitales Kunstwerk. Buchstaben DBD im Graffiti-Stil. Signiert von Diego mit der Notiz alle Projekte in den Tunneln. In den Ausgang durch den Tunnel. Okay. Some kind of art project? Ooh, Diego! That was Rosa's friend. Looks like I got my next stop. Wo?
Ich hab dich gesehen. Okay. Hier wollen sich ein paar hochjagen. In meinem Gesicht. Sonst noch wer? Hallo. So nutzt man das für sich. Must be on the right track. Okay. Ach, in irgendeinen der Waggons. Heute. Da ist ein Kotzi. Verwesender Pendler. Stimmt ja. Nee, gegen das, was die immun. Das brauche ich eventuell noch, falls ein Schlachter gleich kommt. Was ein Schlüssel für mich. Den werde ich auch verwerten, keine Sorge. Versiffte U-Bahn-Schlüssel. Ich kann ja mal drauf pokern. Ich habe ja Glück und ist direkt hier. Ja, war dafür. Es war nicht die Vorräte, die ich gesucht habe. So viele Schrotflinten fallen, da kann ich ruhig die Munition ein bisschen verballern. Ich glaube, ich bin richtig. Mehr zum Kleinkriminelle. So, this was a street art crew. Some kind of civil war was going down, and Diego got caught up in it. Ich würde die Nachricht gern sehen. Ja, wir haben uns die Spurry-Dosen gekrallt. Wir werden die Stadt nicht mit Kunst und gemeinnütziger Arbeit verändern. Die Leute halten uns doch eh nur für Kleinkriminelle. Da besteht die DBD-Crew doch für echte Veränderung. Das Militär ist echt krass gerade. Was die für Waffen am Start haben. Gutes Zeug, also im Sinne von experimentell gutes Zeug. Zeug, das echt den Unterschied machen kann. Kommt in die Tunnel, da haben wir unser Lager aufgeschlagen. Reden wir. Javier, Oscar, Damboy, Little Ed, Noel K. und Diego. Okay. Sind doch niemals am Leben. Okay, irgendwo in diesem Tunnel. Hey, DBD Crew. Loved your work. Da kommt Damn Boy. Neue K, Javier. Wahrscheinlich ist der dicke Diego. Nee, das ist Oscar.
Da ist Little Ed. Du bist aber gar nicht so little. Ich will die Spitzhacke aufheben. Ach so, Inventar voll. Aua. In deine Visage. Alright, cough up. Who's got the good stuff? That's how you do it. Javier ist enttäuscht. Wir müssen diese Waffen für das Gute einsetzen. Verstehst du das, Oscar? Es sind die anderen, über die ich mir Sorgen mache. Wir müssen das Zeug jetzt unter Verschluss halten. Diego hat sich eine Flinte geschnappt und ist abgehauen. Hat irgendwas davon gebrüllt, dass ihm alles zu viel wird. Ich dachte, er wäre voll dabei. Aber schätze, er ist nicht bereit für das, was wir tun müssen. Wir müssen mehr sein als das, wofür sie uns halten. Damit du Bescheid weißt, ich habe das große Ding in die Kiste gepackt, in unserem Nebenraum geworfen. Wir können nicht riskieren, das auch noch zu verlieren, wenn noch jemand den Diego macht. Es gibt dunkle Orte in dieser Stadt, die nie die Sonne sehen. Wir können ihnen das Licht bringen. Das wird nicht einfach, aber es ist richtig. Und das ist das Wichtigste. Über die Crew für immer. Ja, selbst als Hobbys waren sie noch beisammen. Okay, so schlimm fand ich die Quest jetzt nicht. Dafür, dass da stand, das wäre die härteste Quest. Kanone aus Glas. Alles, wenn ich sicher dir einen moderaten Boost auf kritischen Schaden und einen noch größeren bei niedriger Gesundheit. Jedoch auf Kosten einer reduzierten Fähigkeit. I'm talking about? Überlegene Distanz, Kampf und Sänger. Art Stencil bei Rosas Pal. Und eine spezielle Axt. Get that back to her. Okay, die Quest war nicht mal ansatzweise so hart, wie sie online beschrieben war. Vielleicht war ich war einfach nur auch sehr gut equipped hierfür. Ich bin eh nah am Ausgang, der mich zur Ocean Avenue führt, oder? Nee. Einfach wieder zurück und dann gucken. Mir fehlt hier halt noch die eine Suchmeldungsquest. Wie gesagt, das war jetzt nicht mal ansatzweise so heftig, wie es da angepriesen war. Okay, ich kann verstehen, dass man den Part als heftig empfinden kann, wo die ganze Zombie-Armada da ankam. Aber damit kann ich mich ja wirklich easy peasy klar. Also die waren jetzt wirklich kein Problem. So, wird mir hier irgendwo auf der Karte was angezeigt? Nope. So, keine Vermisstenanzeige. Okay, Google. Ich habe keinen Bock, nochmal eine Dreiviertelstunde zu suchen. Im Zerling Hotel im Erdgeschoss muss ich eine Herrentoilette suchen. Und dort ist eine Leiche mit einem Telefon. Sofern es die Quest ist, von der ich denke, dass sie es ist. Aber es müsste eigentlich die sein. Darf ich hier rumlaufen und ein Klo suchen? Ich hab's gefunden. You didn't invite me on this legendary night? I'm inviting myself. Get ready, guys. Carla's coming for your stash. Ich mach's mal einfach. So, ich hab jetzt hier gerade eben kurz aufgeräumt. Typen, die trinken. Grant. Mark, wo bist du? Du verpasst echt was. Dieser Schuppen ist mega. Geile Drinks, geile Beute. Du verstehst schon. Wir sind auf dem Weg zu diesem Tattoo-Laden in Venice. Grant will sich irgend so eine krasse Scheiße auf den Körper meinen lassen. Ich darf wieder eine Schnellreise machen. Wir treffen uns da, Leute. Ich muss noch nach dem, ihr wisst schon was, im Magen sehen. Wollt er mit deiner Lady rummachen? Wir haben gesehen, wie sie an deinem Ohr geknabbert hat. Bruder vor Luder, Mark. Im Party geht's gut. Mann, du kommst nicht rein. Alter, ich hab die Schlüssel. Wie auch immer, Tattoo-Time-Mädels.
Ich weiß ganz genau, wo das ist. Macht man den Weg frei. Diese Waffe macht so Spaß. Einfach der geilste Revolver im Game. Ich wünschte, dieses Bum Bum wäre ein Mod, den ich an meine Schrotflinte packen könnte. Das wäre so extrem. Nein! Ich habe Grant gefunden. Ja, das ist das Schöne. Die sollen ihn doch ruhig schreien, die können sich eh nur vor der Tür versammeln. Ja? Da musste ein paar Mal jemand anderen hochbeleben. Für den Belebererfolg. Warte. Also, besser gesagt, die Herausforderung. Ich suche die eben. Wachstumsstopp. Glaub, hier, Revival-Tour. Da musste, glaube ich, so um die 12 Mal beleben, um diese Revival-Tour 1 bis 4 abzuschließen. Typen, die sich tätowieren lassen. Soll ich mir eine Knarre oder einen Totenkopf machen? Lassen? Leute, ihr seid echt zum schlechtesten Zeitpunkt abgehauen. Ich kann mich nicht entscheiden. Wo zum Teufel ist Mark überhaupt? Der wüsste, was ich machen soll. Sie ist eingeh. Der kommt nicht mehr. Verpasst halt nur den tollsten Abend aller Zeiten. Ja, heute Nacht liegt definitiv was in der Luft. Wo seid ihr, Leute? Diese Tattoo-Lady, die schreit mich die ganze Zeit an. Die hört gar nicht mehr auf. Echt jetzt, das tut mir in den Ohren weh. Chill mal, wir sind im Grasland, die Straße unter. Wir hängen da draußen irgendwo ab. Komm dahin, wenn du fertig bist, okay? Wenn die ein Tattoo vor nicht den Kopf abgebissen hat. Über den Vorschlag denke ich nach. Gibt es noch ein weiteres Gangrene-Geschäft? Ich meine, das wäre das Einzige. Warte, hier, da ist er doch, Olli! Olli! Ich hab dich gesucht, Kumpel! Wie der eine gerade geflogen ist. Es ist manchmal lustig, den beim Fliegen zuzusehen. Ach, das war aber nicht der, den ich gesucht habe. Verdammt. Oder hey, wenigstens habe ich einen Schlüssel. Ich weiß nicht mehr, ob es der richtige ist. Wie heißt der Penner? Grant ist tot. Ich suche Cole oder Jordan. Ich würde eher sagen Cole. Cole oder Jordan? Wer von euch will sich mir gerade anbieten? Wer von euch gammelt hier rum? War der Skater-Schlüssel für das Teil hier? Ja. Safe-Knacker. Bin eine komplette Scheißwaffe, aber hey. Habe 35 geöffnet. Cool, Jordan, wo gammelt ihr? Nee, ne? Ich habe ihn irgendwann aus Versehen über einen Haufen gesprengt. Ich habe jetzt extra gegoogelt gehabt, ne? Weil ich den sonst nicht gefunden hätte. Jordan, was ist heute nur mit den Leuten los? Da sind gerade zwei Irre in den Laden gekommen.
wollten den Typ an der Kasse, an den Kragen. Wir gehen jetzt. Sollten wohl besser Grant holen. Ich wette, der ist gerade, mitten in seinem Tattoo. Hey, Cole. Cole? Alter, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin unfassbar hungrig. Lass uns was essen. Und dann wiederkommen. Ich will zum Pier Grill. Meinst du, die haben noch auf? Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich brauche Nuggets mit Soße. Ja, wenn ich an dieser verdammten Meute vorbeikomme. What the fuck geht hier vor? Bin gleich bei dir. Nicht denn ernst? Der Pier Grill. Ich glaube, damit ist echt hier das Gebiet der Pier gemeint. Also ich habe jetzt locker 20 Minuten, glaube ich, nach dem gesucht. Ich habe jetzt wirklich sogar gegoogelt gehabt, weil ich den nicht gefunden hatte. Dabei war der schon die ganze Zeit tot in der Ecke. Den habe ich, glaube ich, irgendwann nebenbei damit gesprengt. Glaube ich sogar schon beim allerersten Ankommen. Und ich habe es nicht mitbekommen. Pia Grill, hier ist es. Muss ich erstmal aufräumen. This was the end of the line. Ich wollte die Nachricht lesen, ne? Typ allein in der Stadt. Typen, die trinken. Was seid ihr denn? Cool, du hast den Pier Grill verpasst. Also, ich habe ein halbes Hähnchen intus, um mit zu reden. LA ist echt schräg heute Nacht. Überall schreien Leute rum und machen komische Sachen. Ich habe immer noch die Autoschlüssel. Lass uns in der Ocean Avenue treffen. Weißer SUV in der Tiefgarage, der Lotusville Mall, Ebene A3. Falls ich das morgen früh vergessen habe, lauf my fucking ass off. Den Partykracher kriegt keiner außer uns. Jo, da baut sich so ein Typ vor mir auf. Sieht aus, als will er Streit oder so. Muss weg. Jetzt darf ich schon wieder reisen. Warum werde ich um die halbe Welt geschickt? Jetzt bin ich hier hingereist, um nur nochmal zurückzureisen. Was soll der Dreck? Also solche Questen hasse ich, die dich wirklich eigentlich nur um die halbe Map einmal schicken. Das schon. Und damit dann jetzt noch mal wieder zurück. A3 Tiefgarage in der Ocean Avenue. Das muss ja sein. Fucking A! Partylöwe. Weit gereist. 6 Erkundungsherausforderungen. Was ist denn die andere? Zombie-Pirat. 6 Waffenaufträge. Wartet mal, Partylöwe hieß die Waffe. Krakatau auch mal hier in der Liste. Wildstyle muss ich mir auch angucken. Partylöwe. Okay, was ist das Besondere an der Waffe? Wenn ein Zombie mit einem schweren Angriff niederschlägt oder tötest, erhältst du einen moderaten Feuerwiderstandsbonus und umflammst Zombies in der Nähe. Wenn du einen Zombie tötest, erhält einen schweren Angriff einen moderaten Schadensbonus. Na gut, so geil ist diese Waffe jetzt nicht. Da sind irgendwie so kryptische Symbole auf der anderen drauf. Okay, was ist da drauf?
Ach ja, der Schnitter. Damit die schweren Angriffe mega Schaden machen. Müsste ein Zombie entflammen, dann würde sich das aktivieren. Okay, merke jetzt nichts davon. Ich gehe gerade extra hoch, damit ich in einem sicheren Gebiet bin. Aus wie so eine satanische Waffe, was ich hier einfach in der Hand halte. Aber hey, ich habe alle Questen jetzt abgeschlossen. Wirklich alle. Ich kann das hier nochmal über die Karte zeigen, dass wir wirklich keine Quests mehr offen haben. Ich habe alles gemacht, was man machen kann. Ich drücke jetzt hier zurück zum Hauptmenü. Also ich sehe auf jeden Fall hier gerade, ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich reingucke, dass zwei DLCs geplant sind. Das eine heißt House, das ist offenbar eine Story-Expansion, also das wird auf jeden Fall noch eine weitere Story geben. Die werde ich dann auch streamen. Und das Solar Festival. Da bin ich schon gespannt, wie das sein wird. Das ist das nächste, 2. November. Das ist ja sogar demnächst. Zumindest auf dem Steam-Stand. Aber guckt euch das an. Gelb, gelb, gelb. Alle Story-Questen, alle Nebenquesten, alle Suchmeldungen. Na gut, alle Herausforderungen nicht. Aber die schaffe ich ja eventuell während des DLCs. Abgesehen von der Revival-Tour. Das könnte ich nur offscreen machen. Aber Leute, ich habe alle Questen abgeschlossen. Also DLC habe ich ja gerade gesagt, wann das von den Entwicklern aus geplant ist. Muss ich mal gucken. Kann man das hier unter Exos eventuell schon direkt sehen? Nee. Warum habe ich diese eigentlich nicht gefunden? Ich habe das hier, aber das braucht keiner. Ich sehe jetzt hier nicht, dass ich hier irgendwo die DLCs kaufen könnte. Ich kann ja mal über Epic eben kurz gucken. Das sieht dann YouTube aber definitiv nicht. Ah ne, hier. Ich habe den Erweiterungspass gefunden. Der wird mich nur mal 30 Euro kosten. Ich gucke da jetzt gerade wirklich grob drüber. Da kommen dann zwei Kapitel. Ich lese mal hier vor. Das epische Horror-Abenteuer von Dead Island geht mit dem Erweiterungspass noch weiter. Erlebe zwei brandneue Kapitel der Hauptgeschichte, die nach Veröffentlichung erscheinen und neue Missionen, Feinde, Waffen, Fähigkeiten und Gebiete von Hay zum Erkunden enthalten. Okay. Und wie gesagt, vom Stream-Status her, ich sag mal, wann der Stream hier ist, auch für YouTube. Ihr habt da wahrscheinlich eine immense Differenz. 12.10.2023 und am 2. November ist laut offiziellen Quellen das DLC geplant. Das heißt, es gibt jetzt locker 2-3 Wochen Pause. Warte mal. Ja, genau 3 Wochen. Dann wäre Dead Island wieder da. Ich würde dann auf jeden Fall das Teil kaufen, weil es ist ja auch Story. Und höchstwahrscheinlich sehr interessante Story dann. Aber bis dahin sage ich erstmal, dass es das mit Dead Island 2 war. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Und wie immer verabschiede ich mich zuerst von der YouTube-Gemeinschaft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.